was bound, far as he could make it. On denial, touchdown, looking for the darkest street on the bay. Hoping to start a revolution, a revival. A few days in it, he can already say, San Francisco, I've been there before. I kicked down the door. Ich bin Boyan Besinger und dein Tischtennis-Coach, wenn du im Tischtennis besser werden willst. Heute haben wir wieder ein interessantes Thema, was dich im Tischtennis weiterbringen wird. Es geht um das Thema, einen unangenehmen Aufschlag entwickeln, beziehungsweise einen Spielaufbau, beziehungsweise ein Spielsystem kreieren, was genau zu dir passt. Viele Spieler fragen mich, wie kann ich einen guten Aufschlag entwickeln, der wirklich mich weiterbringt. Und da muss man immer das Ganze aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Denn ein guter Aufschlag bringt dir nichts, wenn du nicht danach weiterspielen kannst. Wenn du zum Beispiel einen guten Aufschlag mit Zeitüberschnitt machst, der kurz vielleicht kommt oder unangenehm für Gegner und kommt dann immer hoch oder halblang zurück und du weißt aber nicht, was du da machen kannst oder wie du dann weiterspielen sollst, dann bringt dir dieser Aufschlag gar nichts. Deswegen ist es wichtiger, einen Aufschlag zu haben, wo du weißt, was danach kommt und wie du dann weiterspielen sollst, als wirklich einen guten Aufschlag zu haben, der dann zwar für den Gegner schwierig ist, aber dich am Ende nicht weiterbringt. Klar, es gibt nochmal Aufschläge, die wirklich so unangenehm sind, dass der Gegner den Ball nicht trifft, aber meistens sind dann genau diese Aufschläge auch Aufschläge, die, wenn der Gegner die Bälle dann wirklich zurückspielt, dann unangenehm für dich sind. Deswegen musst du dir erstmal dein Spielsystem anschauen, beziehungsweise du nimmst einen Coach an deine Seite, einen Online-Coach, einen Tischtennistrainer in deinem Verein, wie auch immer, und fragst ihn, okay, wie ist dein Spielsystem, was passt dazu und wie kannst du es optimieren? Denn manchmal ist einfach ein kurzer Aufschlag mit Unterschnitt in die Mitte oder vielleicht sogar ein leerer, der einfach kurz kommt und wo der Gegner nicht viel machen kann, besser als jetzt der super überkrasse Aufschlag mit Überschnitt, Zeitunterschnitt, was auch immer. Das bringt manchmal gar nichts. Deswegen ist es wichtiger, erstmal zu sehen, wo sind deine Stärken und Schwächen, und dann kannst du eben darauf aufbauen. Also wenn du ein gutes Rückhandspieler hast, beziehungsweise Rückhand-Topspin gut, guter Blockspieler, dann kannst du eben das ganze Spiel auch darauf aufbauen. Wenn es für dich okay ist, dass der Gegner den ersten Angriffsball setzt, weil du so ein guter Blockspieler bist, weil du eine gute Übersicht hast, dann lass ihn doch so spielen. Also vor allem in diesen engen Spielsituationen. Dann lass den Gegner doch erstmal angreifen, wenn du weißt, was kommt. Dann kannst du auch mal, wenn für dich das schnelle Spiel okay ist oder cool ist, dann machst du einfach mal einen langen Rollaufschlag, der relativ schnell kommt, dass du gleich im offenen Spiel drin bist. Wenn du dieses Kurz-Kurz-Spiel am Tisch nicht kannst, beziehungsweise erst verbessern musst, dann verlasse dich erstmal auf deine Stärken und baue eben dein Spielsystem auf deine Stärken auf. Denn die Schwächen wirst du sowieso mit der Zeit optimieren. Zum Beispiel, ich habe oft Probleme gehabt oder immer noch mit dem Vorhandflip. Da muss ich dann natürlich mit der Zeit verbessern. Da kann ich natürlich am Anfang den Kurz zurücklegen oder wie auch immer, aber wenn ich dann wirklich deutlich besser werden will, vor allem wenn ich eine höhere Liga erreiche, dann muss ich eben den Vorhandflip wenigstens ein wenig beherrschen. Da ich aber mein Spielsystem am Anfang nicht darauf ausgelegt habe, ist es auch gar nicht notwendig gewesen. Also bis zu einem gewissen Grad kannst du eben dein Spielsystem so kreieren, dass du die Spiele sicher gewinnt, beziehungsweise mit höherer Wahrscheinlichkeit, weil dein Spiel eben auf deine Stärken aufbaut. Ich zum Beispiel greife viel mit der Vorhand an. Ich umlaufe auch die Rückhand mit der Vorhand, weil ich schnelle Beine habe. Mein Spielsystem ist sozusagen auf einem offenen Spiel ausgelegt. Dieses Kurz-Kurz-Spiel am Tisch, zum Beispiel mit viel Unterschnitt oder wenn die wirklich verteilt kommen, das ist gar nicht so leicht für mich, weil ich eben auch nicht so ein großer Spieler bin. Deswegen muss ich mich auf meine Stärken verlassen, ein Spielsystem so kreieren und meinen Spielaufbau so machen, dass meine Stärken optimal eingesetzt werden können. Deswegen, was ich dir empfehlen kann, schau dir an, wo deine Stärken liegen und versuche dann dein Spiel so danach aufzubauen. Es ist genauso beim Aufschlag wie beim Rückschlag. Beim Rückschlag bringt es auch nichts, wenn du eben den Ball kurz zurückspielst, was mega gut sein kann, aber du dann nicht weiterspielen kannst. Deswegen versuche den Ball zum Beispiel dann schön reinzuspielen oder erstmal einfach nur rüber zu spielen, wenn deine Fehlerquote zu hoch ist. Das muss man immer alles individuell betrachten, aber versuche einfach dein Spiel ein bisschen mehr auf die Stärken aufzubauen, denn die Schwächen verbesserst du mit der Zeit sowieso, wenn du trainierst. In der Trainingswoche sollst du deine Stärken dann ein wenig vernachlässigen, damit du deine Schwächen stärken kannst. Also, schau dir an,
wo deine Stärken liegen, schau an, welche Übungen du spielen kannst, um deine Schwächen zu verbessern und dann ein Spielsystem für dich zu kreieren, mit dem du stetig besser wirst. Also wenn du zum Beispiel ein gutes Aufschlagspiel hast, aber dein Rückschlag problematisch ist, dann versuche dein Aufschlagspiel einfach nochmal ein bisschen so zu optimieren, dass du deinen nächsten Schlag konsequent durchspielen kannst und den Rückschlag dann eben so Schritt für Schritt verbessern. Zum Beispiel erstmal spielst du den Ball rein und danach immer Schritt für Schritt mal spielst du ihn stärker, mal die Spielübersicht anders, mal die Spielplatzierung anders, mal zum Beispiel den Gegner oder auch im Trainingsspiel den Trainingspartner mehr auf den Körper, auf den Bauch anspielen. Das kannst du dann immer Schritt für Schritt verbessern. Viele sehen immer dieses langfristige Ziel, aber unterschätzen, was sie eben immer erst machen müssen. Also erst musst du Schritt für Schritt vorgehen und dann kannst du eben irgendwann an dem Punkt ankommen, an dem du wirklich sein willst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ein wenig weitergeholfen. Morgen geht es dann wieder weiter mit dem nächsten Video, der 30-Tage-Saisonvorbereitung. Ich würde mich freuen, wenn du anderen Leuten davon erzählst, dem Video vielleicht einen Daumen nach oben gibst und am besten abonnierst du den Kanal, dann erfährst du morgen direkt wieder, wenn ein Video öffentlich ist. Bis dann.